Münster. Begrüße auch. Der kleinere Ortsteil Münchroda ist wieder uneingeschränkt erreichbar. Nach dreimonatiger Bauzeit wurden die Kreisstraße K2641 durch Landrat Götz Ulrich im Beisein von Verbandsbürgermeisterin Jana Schumann und den bauausführenden Firmen für den Verkehr freigegeben. Der 585 Meter lange Abschnitt beginnt am Abzweig der Bundesstraße B180 und endet im Einmündungsbereich der abgehenden Betonstraße vor der Ortslage Münchroda. Vor dem Ausbau war es keine große Freude, über die mit Kopfsteinen gepflasterten Straßen zu fahren. Eine unzureichende Fahrbahnbreite, Setzungen, Verdrückungen, Absenkungen der Seiten und eine ungenügende Entwässerungssituation vervollständigten das Bild einer Straße im denkbar schlechtesten Zustand. Der unter Vollsperrung durchgeführte Ausbau erfolgte im vollgebundenen Oberbau mit seitlichen grundhafter Verbreiterung. Das heißt konkret, dass zunächst die Verbreiterungsstreifen voll ausgebaut wurden und ein Profilausgleich der vorhandenen Pflasterfläche erfolgte. Abschließend wurden 26 cm Asphalttragschicht und darüber eine 4 cm Asphaltbetondeckschicht aufgebracht. Auf der gesamten Baulänge sind die Nebeneinlagen wie Bankette, Böschungen, Mulden und Zufahrten ausgebaut worden. Des Weiteren wurden die Leiteinrichtungen wie Leitpfosten, Verkehrszeichen und Markierungen erneuert. Im Herbst sollen im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entlang der Kreisstraße noch 39 Stück Wildobstbäume gepflanzt werden. Die Baukosten für diesen Abschnitt beliefen sich auf ca. 276.000 Euro, die der Landkreis komplett aus Eigenmitteln finanzierte.